Also dann, hier seht ihr dann eine Schlacht auf Deveron. Dann gehen wir gerade mal zu dem Bereich der Druiden. Genau. Hier seht ihr mal den ganzen, alles so. Genau. Dann fangen wir auch hinten an. Da seht ihr eben Meister Yoda, der gerade einen Druiden zerschneidet. Dann davor auch Druiden. Dann seht ihr hier einen Off-Trooper. Ja, genau. Der gerade einen Kopf eines Druiden abgerissen hat und will damit jetzt den anderen Druiden abwerfen. Dann seht ihr hier, da wo die Druiden herkommen, die Verstärkung, die sich auch schon formiert hat. No. Dann seht ihr noch einen Bombsquad, der aus dem Hinterhalt das Feuer jetzt auch errichten wird. Dann ist hier die Palme im Weg. Genau. Dann seht ihr hier einen Droidenpilot und der auf seinem Speeder sitzt. Noch einer dort weiter. Genau. Dann seht ihr 4 Kommandodroiden und einen Kommandodroiden-Captain. Das, vielleicht sieht man es, dass der da ein bisschen anders aussieht wie die alle anderen. Vielleicht sieht man es. Ja, okay. Weiter. Jo, dann seht ihr hier Anakin Skywalker, der gerade springt und will natürlich dann die auf die Kommandodroiden losgehen. Und auf den Kommandodroiden-Captain. Genau. Daneben, neben dem Bike, seht ihr einen 501. Klon, der gerade einen Droiden erschießt. Daneben ein Security-Droide. Dann seht ihr noch Captain Rex. Genau. Und dann noch einen Scharfschützen-Droidiker. Aus einem ganz neuen Set. Genau. Da vorne, dort, seht ihr dann einen schon toten Droide, ja, der auch schon von Rex, den hat Rex aus dem Weg geräumt. Genau. Dann seht ihr einen Gangensoldat. Das ist Anakin Skywalker gerade ein bisschen im Weg. Genau. Dann seht ihr einen Gangensoldat, der wurde auch berufen als Schutz für Jar Jar Binks. Der ist ja auch hier, den werde ich euch nachher noch zeigen, aber dafür später mehr. Dann geht's hier weiter mit einem kleinen Gag. Nämlich, dass hier der Droide von einem Fisch angesprungen wird. Der Droide läuft gerade durch das Wasser und will auf die andere Seite des Ufers gelangen, um dort die restlichen Klone noch zu töten. Genau. Daneben seht ihr dann Nader Webb, wie er gerade einen Droiden zerschneidet. Mit seinem Lichtschwert, genau. Dann seht ihr hier Anakins Shuttle. Dazu brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Das kennt ihr vielleicht alle. Wahrscheinlich, genau. Dann geht's mal weiter mit dem Bombsquad, der hier auch gerade dabei ist, ins Wasser zu gehen. Und auch rüber auf die andere Seite, um dort weiter zu kämpfen. Genau. Dann seht ihr hier ein schweres Geschütz mit einem Off-Trooper. Ja, in guter Deckung. Der errichtete das Feuer schon vor einer Weile und wollte damit die Kommandodroiden töten. Gelang ihm aber noch nicht so gut. Dann daneben seht ihr wieder einen Bombsquad. Scout. Dahinter seht ihr ein großes Geschütz. Dort ein Off-Trooper darin, der gerade auch versucht, hier die Feinde vom Leib zu halten. Dann geht's weiter. Da drüben, genau, mit Astra Ventress gegen Obi-Wan Kenobi. Die kämpfen ja auch schon in der Clone Wars sehr oft. Darunter ist Wasser, also Astra Ventress ist gerade dabei, fast ins Wasser zu stürzen, weil Obi-Wan sie weit nach hinten drängt. Ja, das war eigentlich das vom Schlachtfeld. Dann, genau. Hier seht ihr dann einen schönen Wasserfall. Ja, hier geht es dann runter in den See. Was auch immer das ist, das Meer oder was auch immer. Ja, sonst gibt es eigentlich zum Schlachtfeld nicht mehr viel zu sagen. Ich werde gleich die kleine Basis hier mit einem eben das Dach abnehmen und werde euch da von innen das zeigen. Darin seht ihr einen getarnten Klon, der gerade noch die letzten Befehle weitergibt. Genau, dann die Satellitenschüsse, dazu brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Nehme ich mal das andere Dach noch ab. Darin seht ihr dann Padme oder Senatorin Amidala.
empfängt gerade ein Hologramm vom Kanzler Palpatine, an der Wand noch ein paar Waffen. Ja, das war es dann auch von der Basis. Ich nehme mal hier schnell das Artilleriegeschütz. Ihr seht, ist hier. Und wie ihr seht, ist hier Nute Gunray. Das ist auch der Hauptgrund, warum die Separatisten hier auftauchen. Genau. Denn die wollen natürlich nicht, dass er gegen die Separatisten aussagt. Entweder zum Schweigen bringen oder eben wieder in Sicherheit bringen. Das war der Auftrag, den Count Dooku an Asa Ventress und die Druiden richtete. Genau. Dann tue ich den mal wieder gleich ins Gefängnis rein.